Wegen der Pandemie sind in den vergangenen 3 Jahren die Besucherzahlen der Kinos stark eingebrochen. Auch nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind die Ticketverkäufe noch nicht wieder auf dem Niveau der Vorjahre. Aber immerhin, es ist wieder so etwas wie Normalität eingekehrt in den Kinosälen. Wir sind glücklich, dass doch so viele wieder ins Kino gekommen sind nach Corona. Es hätte deutlich anders ausfallen können. Ja, wir sind froh. Viele tolle Titel sind gestartet. Die Leute sind in die Kinos geströmt. Also ist keine allgemeine Angst nach Corona. Und das ist schon ein gutes Zeichen. Da sind wir sehr zufrieden. Ja. Laut der Filmförderungsanstalt in Berlin sind im abgelaufenen Jahr 30% weniger Tickets verkauft worden als vor der Pandemie. Im Movies in Bad Mergentheim waren es rund 60.000 Tickets und damit nur ziemlich genau die Hälfte von 2019. Hervorzuheben ist natürlich unser Open-Air-Kino im Wildpark, was natürlich überdimensional gut angenommen wurde, weil wir gutes Wetter hatten eine ganze Woche lang, was so die Gesamtbesucherzahl fürs Jahr 2022 ein bisschen angehoben hat. Zuletzt sorgte ein Blockbuster wieder für mehr Besucher in den Kinos. Der Film Avatar, der Mitte Dezember angelaufen ist, sorgt für Begeisterung bei Zuschauern und Betreibern. Unglaublich gut. Das reicht schon ein paar Worte, ja. Nein, wir haben schon erwartet, dass er gut wird, aber dass er tatsächlich so bombastisch wird, also unglaublich. Und das ist auch ein gutes Zeichen, gutes Statement fürs Kino. Wenn vernünftige Ware da ist, dann gehen die Leute auch ins Kino. Ja. Und so war es halt schon immer und so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ist ein guter Film, kommen die Leute ins Kino. Die steigenden Energiekosten machen sich allerdings auch bei den Kinobetreibern deutlich bemerkbar. Der Verband kämpft derzeit um eine neue Einstufung der Betreiber. Natürlich, Kino gilt als großer Industriebetrieb. Ja, wir haben bislang immer gute Konditionen einkaufen können. Das hat sich nun zum Jahreswechsel komplett geändert. Also auch Industriebetriebe müssen jetzt ordentlich in die Tasche greifen, um Strom zu kaufen. Und wir haben aktuell eine Strompreissteigerung von 40-60%. Wo wir halt noch gar nicht wissen, wie man das kompensieren soll. Da ja auch dieses mit dem Strompreisdeckel nicht ganz klar ist, weil der natürlich berechnet wird auf eine Zeit, wo Kino durch Corona zu war. Also hatten wir da keinen Stromverbrauch und da ist jetzt noch die Frage, wie die Verbände darauf einwirken können. Ja. Aber Sven Döding ist zuversichtlich und freut sich aufs neue Kinojahr. Die ganz großen Blockbuster fehlen zwar, aber es wird zahlreiche interessante Filme geben in den kommenden Monaten. Ja, als alter Kinohase freue ich mich natürlich auf Manta Manta, ja, Teil 2, die Fortsetzung mit der alten Besetzung. Also dürfte ein Highlight werden. Guardians of the Galaxy, der dritte Teil, mein persönlicher Highlight. Für Kinder Barbie, Asterix und Obelix. Also Titel en masse spricht eigentlich nichts dagegen, dass es ein gutes Kinojahr wird. Während der Pandemie das Autokino, im Sommer das Weidenkino am Wildpark. Jetzt wird es auch in Bad Mergentheim wieder Zeit für normales Kino. Denn seit Beginn der Pandemie mussten bundesweit bereits etwa 20 Kinos schließen.